Norusatam Pirus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur letzten Folge der Noru-Special-Woche bei Butterbrötchen. Ganz typisch zum Norus-Fest, auf jedem Tisch zu finden, sind gesäuert, gesalzen, geröstete Nüsse gemischt mit getrockneten Früchten, das Ajil heißt, und das möchte ich euch heute vorstellen. Dafür braucht ihr natürlich Nüsse. Ich habe hier Walnüsse, Mandeln und Haselnüsse, dann noch Salz und Zitronensaft, aber es geht natürlich jede andere Nussart. Dann das Ganze einmal abwaschen, sodass die Nüsse feucht sind, in eine Pfanne geben, Salz nach eurem Geschmack darüber streuen, alles vermengen und kurz anrösten, dann Zitronensaft darüber geben, nochmals alles gut umrühren und das Ganze für eine halbe Stunde auf mittlerer bis niedriger Stufe rösten. Das Prozedere dann mit den anderen Nüssen genau so durchführen und sie so rösten, dass da keine Feuchtigkeit mehr enthalten ist. Und dann habt ihr auch schon ein leckeres Ajil hergezaubert. Die gerösteten Nüsse könnt ihr dann anschließend alle mischen miteinander und auch getrocknete Früchte darunter mischen, wie Rosinen, Feigen, Aprikosen oder Maulbeeren. Das ist das standardmäßig typische Ajil, was es bei uns immer gibt. Freunde, dann war es das auch schon mit meiner Noru-Special-Woche dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr werdet das ein oder andere Rezept auch mal nachmachen und ausprobieren. Ansonsten, wie immer, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, meine Lieben. Ich wünsche euch allen schöne Noru-Feiertage und einen schönen Frühlingsstart. Wir sehen uns bei der nächsten Butterbrötchen-Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.